Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession Subsistence. Oh, das sieht aber schon... Nee, ist noch nicht fertig, ne? Nein, ist noch nicht fertig. So, eine weitere Aufnahmesession. Und ich habe mir wieder so ein paar Notizen gemacht, wie sich das natürlich gehört. Denn ihr habt mir ja wieder eine ganze Menge Tipps gegeben. Und ich habe mir deshalb einfach mal eine kleine To-Do-Liste geschrieben, damit ich nicht wieder alles vergesse. So, Punkt 1. Wurde mir eine Taste genannt, die bei mir nicht funktioniert hat. Ich habe sie quasi im Menü geändert und jetzt kann ich auf der Taste das tun. Man kann sich hinsetzen. Hervorragend. Das werde ich auf jeden Fall erstmal so schnell draußen nicht machen. Aber gut zu wissen, dass das funktioniert. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Punkt 1. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist... Es wird eh gleich wieder dunkel. Ich brauche unbedingt einen Dietrich, Leute. Wir brauchen Eisenfragmente, wir brauchen Bretter und wir brauchen diese anderen Dinger hier. Am besten mache ich mir direkt mehrere. Haben wir denn gar keine Fragmente mehr? Nee, offensichtlich nicht. Gut, dann mache ich mal ein paar. Ich mache mal hier so ein paar Fragmente fertig. Ach, da ist ja noch so viel drinne. Ja, Halleluja. Na denn, let's go, würde ich sagen. An! Das wird teuer, Freunde. Das wird teuer, oder? Ist das eine gute Idee, was ich jetzt hier gerade mache? Ich brauche 2 Eisenfragmente für 1 Dietrich. Ich würde jetzt 2 Dietriche bauen, oder? 2 Dietriche, Bretter brauchen wir. Haben wir ein paar davon und diese Dinge. Vielleicht machen wir 6. Wir haben noch keine, ne? Also hier, ach doch, hier ist noch 1. Okay, also noch 5. Dann machen wir 3 Dietriche, dann haben wir erstmal genug. Ich fängt jetzt schon wieder an zu kribbeln im Hals, meine Güte. Habe scheinbar sehr trockene Luft. Gar nicht gut. So, also immer schön trinken. So, einer ist schon mal da. Guck mal, einen machen wir schon. Wie viel braucht er? Wow! Ah, ich verstehe. Dafür brauchen wir auch massenweise Zeug. Das ist ja übel. Das ist ja richtig, richtig übel. Okay, krass. Na gut, dann mache ich erstmal, aus. Obwohl jetzt, glaube ich, sollten wir noch mal kurz warten, bis der nächste Dietrich, das nächste Fragment fertig ist. Ansonsten wäre es verschwendet gewesen, oder? Ich warte mal ganz kurz. Und dann machen wir aus. Oha. Oha, oha. Danke, ich mache aus. So, gut. Dann warten wir, bis er wieder auf 500 ist. Aber dann habe ich ja das Problem, dass der Strom ausgeht, ne? Okay, ja, das ist übel. Okay, ich warte jetzt, bis er bei 500 ist. Dann werde ich noch ein bisschen Strom raufpacken, hier mit dem. Und dann machen wir den Dietrich, weil den brauchen wir für die nächste Tour. Das ist sehr wichtig. So, was habe ich noch? Mineralwasser mit Beeren vermischen. Wir haben Mineralwasser gefunden. Wo haben wir denn Mineralwasser? Haben wir nicht Mineralwasser gefunden oder habe ich das schon getrunken? Wo ist denn das? Hatten wir nicht Mineralwasser? Wo ist denn das, Leute? Hier, ein Mineralwasser. So, und da wurde geschrieben, man kann das einfach so mixen. Ach, guck an. Das ist ja cool. Kann man das auch mit Erdbeeren machen? Warte mal. Nee. Okay. Warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Wenn wir das haben, haben wir plus 29 Durst. Und ansonsten ist alles 0. Okay. So, und wenn wir das mixen, haben wir... Wow! Können wir selber Mineralwasser machen? Ich glaube ja, ne? Irgendwas habe ich doch gesehen. Wow, das ist nice. Das ist ein richtig geiler Tipp, Leute. Ich weiß jetzt, sorry, ich weiß schon wieder nicht, wer es geschrieben hat. Ich bin furchtbar in sowas. Geil. Richtig, richtig gut. Okay, den heben wir uns auf. Da haben wir gleich hier richtig schön Obst, Gemüse drin. Nice Nummer. Richtig nice Nummer. So. Ich mache ein bisschen Licht. Habe ich mir notiert.
Da müssen wir unbedingt dran denken. Wurde mir gesagt, werte doch erstmal die Waffen auf, ne? Also bevor man natürlich neue Waffen macht, macht das auf jeden Fall Sinn, die eigenen Waffen erstmal aufzuwerten. Und da überlege ich gerade, gucken oder wir gucken mal, wie das sich darstellen würde. Ich nehme mal hier die Lampe raus und packe mal unser Gewehr hier rein. Okay, dann lass mal gucken. Oha. Oh, das ist teuer. Da brauchen wir hier die Sehnen und sowas. Wir brauchen elektrische Bauteile, Waffenteile. Okay. Okay, alles, was mit Waffenteilen zu tun hat, können wir schon mal komplett knicken. Das wird nichts werden, da ich keine Waffenteile besitze. Und solange ich die Banditen nicht aktiviert habe, werde ich das nicht ändern können. Okay, also das funktioniert leider nicht. Okay. So, hier. Auch Waffenteile. Okay, kann ich denn meinen Bogen aufwerten? Nein. This is very schade. Kann ich denn das hier aufwerten? Nein. Okay, es sind ja auch Waffe, aber ein Bogen ist schon eine Waffe, ne? Hm. Okay. Okay, okay. Aber gut zu wissen. Da, ich will noch mal kurz gucken. Moment. Wie halt? Zwei Waffen. Wir haben wirklich keine, ne? Ich gucke noch mal. Also hier nicht. Hier ist nichts. Okay. Wow, guck mal, wie nice. Ich muss das erstmal hier alles reinpacken, was wir alles Feines haben. Packen wir erstmal. Nee, das brauchen wir, glaube ich, noch. Das brauchen wir noch. Was hat irgendwas. Das hier, das ist für die Jacke, ne? Das darf ich auch nicht wegpacken. Das ist alles für die Jacke. Das ist sehr wichtig. So, wie sieht es hier aus? Nicht, dass das hier alles kaputt geht gleich. So. Okay, also wir haben definitiv keine Maschinenteile. Das ist, wie es ist. Und wir brauchen natürlich extrem viele Sehnen, um diese Sachen hier zu bauen. Aber da wissen wir ja, wie mittlerweile. Man muss sich halt überwinden, ne? Und gucken. Vielleicht mit Pfeil und Bogen. Aber ich kann ja auf jeden Fall Munition sparen. Da habt ihr schon ganz recht. Lieber auf Kleintiere gehen und Fische. Da muss ich nicht ständig solche Tiere töten. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Okay, cool. Cool, 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 cool. So, wie sieht es denn jetzt mit dem Strom aus? Ich brauche dringend... Warte, bis er 500 ist und dann werden wir nochmal kurz anwerfen. Und dann machen wir uns einen Dietrich. Genau, jetzt mache ich den an. Und ich warte. Wir brauchen 0,2. Das müsste ja theoretisch funktionieren. Ich werde mal auf 520. Ich gehe mal auf 520. Wir wollen nicht übertreiben. Und dann mache ich den wieder aus. Und dann brauche ich mir einen Dietrich. Ich vergaß, dass das so teuer ist. Das ist natürlich mega heftig. Aus. Okay. Jetzt einen Dietrich. Und... ...18 Eisenfragmente. Wie blind bin ich denn? Wieso, wie komme ich denn auf 3? Weil ich das hier vorne gesehen habe, oder was? Oh Gott. Oh no. Okay, let's go. Ja, ich, das war wieder sehr clever. Okay, wir machen Eisenfragmente, machen die ganze Kacke nochmal. Gut. Gut, gut, gut. Was habe ich denn noch Schlaues auf meinem Zettel? Treppe nach oben. Ja, genau. Das möchte ich auf jeden Fall machen, damit wir die Beete nach oben packen können. Ich möchte oben auch tatsächlich links und rechts und vorne mehr Ceilings haben, dass die Fläche einfach ein Tick größer wird. Und dann will ich quasi hier eine Treppe bauen. Also hier machen wir eine Ceiling und hier machen wir eine Ceiling. Und hier geht dann quasi so eine Treppe hoch. Ich weiß noch nicht, ob wir denn...
Oder hier geht eine Treppe hoch auf die Seite. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber das müssen wir machen. Dafür brauchen wir natürlich eine ganze Menge Stuff. So. Und zwar, lass mal gucken. Ich brauche diese Dinger hier. Für diese Dinger brauchen wir Nägel und Seile. So, Seile hatte ich ein paar gebaut. Nägel haben wir auf jeden Fall. Ich könnte auch hier einfach noch ein paar mehr Seile bauen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und was brauchen wir noch? Bretter. Bretter haben wir auch ein paar. Müsste ich aber noch ein paar. Ich mache einfach noch ein paar. Ein paar Bretter. So. Okay. So, okay. Dann bauen wir danach erstmal eine, also zwei Ceilings. Eins, zwei. Und, ich hoffe, das funktioniert, eine halbe. Eine halbe Treppe ist eigentlich ganz nice, oder? Holztreppenfundament. Ich baue mal das Ding hier. Mal gucken, wie das aussieht danach. Keine Ahnung. Oh Gott, das dauert ja noch 10 Jahre. Um Himmels Willen. Das wird ja richtig teuer, Leute. Das wird ja wieder nichts hier mit unserem Dietrich. Und dann gehe ich nachher wieder los und nichts ist da. Hm. Kupferfragmente, Eisenfragmente, das und das. Neue Kammer erlaubt die Erzveredelung in einer weiteren Brennkammer. Oh. Aber dafür brauchen wir auch Strom und Dingens. Okay, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir sollten auf jeden Fall das hier schnellstmöglich machen. Kupferfragmente, Eisenfragmente. Ich glaube, das machen wir als erstes. Aber nein, 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 machen wir nicht. Wir werden jetzt erstmal, ich mach das wieder zurück. Wir werden jetzt erstmal uns einen Dietrich bauen und dann können wir uns an diese Sachen machen. Ich schreibe das nochmal hin. Ich brauche einen neuen Zettel. Moment. So. Hätte. Upgrade. Wie heißt denn das Teil? Raffinerie. Raffinerie Upgrade. Ja, machen wir aber erst danach. So, das ist jetzt der zweite Zettel schon. Okay, gut. Es ist schon wieder hell. Ich breche ins Essen. Was für ein Kack. Okay, ist hier irgendwas fertig? Zum Beispiel, so ist hier nichts drin, ne? Finde ich nicht so gut. Okay. Ist wie es ist. Okay. Upgrade Raffinerie. So, dann wollte ich noch wissen, wie man Solarpanel und Windräder baut, damit wir einfach mehr Energie zur Verfügung haben. Und ich soll auf jeden Fall noch den Kühlschrank upgraden. Dafür brauchen wir zwei Eisenbarren. Wo mache ich denn die? Die waren hier hinten, oder? Mache ich die nicht in der Werkbank oder wo mache ich Eisenbarren? Ah, hier, ja, genau. Oha, okay. Oh mein Gott, das ist heftig. Okay, davon brauche ich 2 Stück. Und dann senkt den Stromverbrauch dieses Geräts um 20%. Das ist aber sehr teuer. Die Frage ist, ob das lohnt. Ob sich das lohnt. So, wir brauchen 18. Ich habe jetzt 9. Brauche noch 9, dann können wir das Ding bauen. Okay, gut. So, dann lass mal gucken. Windräder, das will ich jetzt noch mal wissen. Wo kann ich die? Die kann ich wahrscheinlich hier gar nicht bauen, sondern eher hier, oder? Genau, Windrad. Dafür brauchen wir Klebstoff. Da haben wir ja Geweihe, um Klebstoff Stoff zu machen. Wir brauchen Platinen und wir brauchen ein Seil. Im Prinzip glaube ich sogar, dass wir das jetzt schon bauen können, oder? Also, wir brauchen Klebstoff. Dafür brauchen wir Asche, Biokraftstoff und 3 Geweihe. Oh nein, das ist zu teuer. 6
mal 3. 18 Geweihe habe ich definitiv nicht. Okay, vergesst es. Machen wir erstmal. Okay, wie sieht es denn mit dem Solarpanel aus? Hier. 4 Klebstoff. Auch das reicht nicht. Okay. Okay. Ja, könnten wir halt oben aufs Dach stellen. Wäre ziemlich nice, aber... Und diese Dinger, dafür brauchen wir Perlen. Und das würden wir hinkriegen irgendwie, ne? Perlen haben wir... Wie viele? 7. Ja, müssen wir unbedingt wieder farmen, ne? Hier bei uns im See. Okay, krass. Das ist wirklich, wirklich teuer. Verstehe, verstehe. Okay. Ich würde jetzt Folgendes tun. Bevor wir jetzt hier weiter rumasseln, werde ich jetzt erstmal... Habe ich alles weggeräumt? Ja, ne? Ne, habe ich nicht. Okay. Dann packe ich jetzt den ganzen Schnulli nochmal fix weg. So. Das nehme ich alles mit. Das geht raus. Das packe ich auch erstmal weg. Machen wir später, ja? Das packe ich jetzt hier rein. Das, 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 das und das. Das auch. Das kommt drüber in die Fressenskiste. Hier. Was habe ich denn heute wieder für einen Jargon drauf? Das ist ja furchtbar. Ist ja grauenhaft, wie ich heute rede. So, obwohl das ist echt nice, ne? Ich packe es aber erstmal hier rein. So, wir müssen aber auch noch was essen. Ich nehme mir mal so ein Steak raus. Oder ich esse jetzt mal so ein Steak. Die Leber hebe ich mir auf. Ich esse das hier. Das hier hätte ich auch einfach essen können. Esse ich auch einfach. Und dann esse ich noch einen davon. Und noch den. Okay. Höchstausdauer gestiegen. Perfekt. So, das bedeutet, ich speichere jetzt. Weil das echt ein guter Speicherstand ist. So, wir werden jetzt losziehen. Eigentlich müsste ich tatsächlich... Warte mal, meine Spitzhacke ist kaputt. Das ist richtig kacke. Nee, das geht gar nicht. Wo kann ich die bauen? Die kann ich hier bauen. Spitzhacke. Spitzhacke, 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 Spitzhacke. Das müssen wir nochmal kurz machen. Bretter, das Zeug und Tauwerk. Moment. Bretter, das, was war das andere? Ich vergessen. Wie, Moment. Hier steht's doch. Das hier. Okay, dann baue ich mir nochmal schnell eine Spitzhacke. Weil die gleich kaputt ist. Soll ich mir noch ein paar Pfeile machen vielleicht? Federn. Stöcke. Und Nägel. Ja, machen wir, ne? Mach ich noch ein paar Pfeile. So. Träumchen. Dann nehme ich den ganzen Kram mit. Spitzhacke haben wir. Das geht raus. Ah ne, es geht alles raus. Ich kann alles rausnehmen. So. Okay. So, hier noch ein bisschen Holz rein. Und dann laufen wir los. So, zwischendurch werden Pfeile gemacht. Ich muss jetzt looten. Und ja, da wurde mir auch nochmal ein Timestamp gegeben für einen Moment in den letzten Folgen, wo ich original an einer Baumwolle vorbeigelaufen bin. Ich weiß also jetzt auch, wie die Dinge aussehen, obwohl ich eigentlich hier auch sowas schon angebaut habe. Aber jetzt weiß ich es definitiv. Ich muss unbedingt darauf achten, das richtig zu machen. So, lass uns mal gucken, ob wir jetzt irgendwie Baumwolle sehen. Das wäre halt super. Ansonsten warten wir, bis der Oktober kommt. Und im Oktober soll es einfach in den Taschen und so weiter mehr Baumwolle geben. Das würde ich echt ganz super finden. Im Prinzip sieht die ungefähr so aus hier. Das ist sehr irreführend jetzt hier mit den Blümchen. Sehr, sehr, sehr irreführend. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal weiter looten. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben jetzt 2 Ceilings gebaut und eine Treppe. Ich möchte auf jeden Fall oben rum so ein bisschen ausbauen, ja? Dass wir da die Beete hochstellen können. Kann man die Beete denn überhaupt
umstellen, wenn die bepflanzt sind. Sonst würde ich das tatsächlich nachher machen. Später, wenn alles fertig ist. Doch, die kann man bestimmt einfach so umsetzen, ne? Ohne, dass ich mir jetzt Sorgen machen muss. Wehe, ich laufe jetzt wieder an Baumwolle rum. Ich glaube, ich brauche nur noch 5 oder so. Für die nächste Runde. Also nicht für die nächste Runde, sondern für... Sag schnell, für die Jacke. Oha. Hier geht ja einiges, Leute. Ja, ist kaputt. Ich sollte eigentlich die nicht kaputt machen, ne? So war doch der Plan. Aber dann hätte man die noch richtig schön in den Masseverwerter reinballern können. Aber gut. Was kostet die Welt, ne? Wir haben's ja. So. Okay. Irgendwo war der Hund da vorne. Den werde ich jetzt in Ruhe lassen. Muss genau gucken, dass ich nicht an Baumwolle vorbeilaufe. Das wäre einfach zu tragisch. Baumwolle, das Gold von Subsistence. Das wurde auch schon sehr gut geschrieben in den Kommentaren. Unglaublich, wie rar das ist. Ich laufe jetzt einfach wieder wirr in der Gegend rum. Ich habe so viele Pläne gehabt, aber ich kann nichts davon umsetzen. Guck mal, das ist doch verwirrend hier mit den Blumen. Die sehen doch alle so aus. Das machen die doch extra. Danke. Das machen die doch mit Absicht. Da ist ein Huhn. Ich brauche das Huhn. Ich brauche dieses Huhn. Bleib stehen. So. Nehme ich mit. Huhn für Nahrung. Ich glaube, wir machen uns den Kleintierkäfig, oder? Was ist das da? Eine Sau? Ja. Mit der lege ich mich lieber nicht an. Nee, ist ein Schwein oder... Da war aber da vorne auch eine Tasche, ne? Boah, Leute, man muss sich auf so viele Sachen konzentrieren, wenn man hier durch die Gegend läuft. Das ist ja kein Wunder, dass man hier ständig irgendwas übersieht. Ich muss... muss mich auf eine Sache konzentrieren und parallel darauf achten, dass mich nichts angreift. Wo bin ich eigentlich? Aha. Na, guck mal, hier hinten war ich noch nicht. Da laufen wir einfach mal geradeaus weiter. Aber ich glaube, da war ein Zaun. Ich habe heute keine... Ich habe heute mein SWAT-Cappy nicht auf. Nicht, dass es irgendwelche Nachteile hat. So, Kupfer hole ich. Ich würde so gern Baumwolle haben. Ich meine, wir könnten ja, ich meine, das kann man ja jederzeit machen. Das ist ja das Coole auch hier, dass man einfach sagen kann, okay, starte das Spiel und gehe auf Oktober. Das können wir natürlich machen. Das würde gehen. Und dann auf Baumwolljagd gehen und dann wieder zurück auf September, ist aber dann auch nicht drin, ne? Baumwolle, zeig dich.
Da vorne ist ein Wolf, Bär, Wolf. Bleib stehen. So. Da war auch irgendwas. Hab dich gesehen, komm raus. Oh, so gemein mit dem Huhn, das ist so verblutet, so krass. Also für Baumwolle habe ich überhaupt gar kein Gespür. Ich sehe die einfach nicht. Kann sie nicht sehen. Das war immer nur Zufall, so zwischendurch. Hier ist der Zaun, alles klar. So, das ist hier. Okay, dann laufen wir mal hier so hoch. Nochmal am Zaun entlang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich versuche mal. Wo war der Bär jetzt? Ja, wir sollten auf jeden Fall angeln. Oder vielleicht sollte ich angeln. Zwischen den Folgen, wenn ich zu Hause bin oder so. Um einfach mal den Kühlschrank voll zu ballern mit Zeug. Ist vielleicht keine doofe Idee, ne? Dass man immer was da hat. Das kann ich ja machen. Im Prinzip. Ist das ja völlig okay. Ich sehe da unten eine Kiste. Bleib stehen. Oh Gott. Da unten am Strand sehe ich eine Kiste. Da muss ich hin. So, warte. Adlerauge. Aber sonst sehe ich hier nichts. Außer das. Nun gut. Ach, Mist. Och Mann, warum ist das nicht Baumwolle? Ja. Liebe Freunde. Ich überlege gerade, wo ich langlaufe. Nächste Folge. Ich glaube, hier runter, ne? Wir laufen nächste Folge hier runter. Hier so. Da ist die Höhle. Dann müssen wir irgendwann... Ich laufe hier einfach runter. So. Wir werden in der nächsten Folge hier weiterlaufen. Darüber zum Birkenwald. Ich guck mal, ob wir da vielleicht wieder an irgendwas vorbeilaufen. Über so eine Wiese. Da vorne war der Bär. Ich versuche mal hier irgendwie rumzukommen. Und hoffentlich werden wir noch Baumwolle finden. Samen oder halt direkt Baumwolle. Es wäre super cool. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.